nehme an, ihr habt einen Plan. Und zwar einen furchtbar cleveren. Ich habe in verschiedenen. Warum ist denn da nochmal eingelaufen? Geschäfte ausgemacht. Ah, da ist der, okay. Jetzt war mir jetzt zwei Barrieren eingelaufen. Und hier wird jemand, der war deine Version halt, ne? Wir müssen einfach nur an diesen Orten warten. Sobald wir in einen Hinterhalt geraten, wissen wir, wer der Spitzel ist. Der erste Ort ist gleich da vorne. Der Spitzel ist Spitze. 20 Gold darauf, dass sie uns am zweiten auflauern. Rumkugeln, tun rumkugeln. Die Kuh macht ab und zu Mu. Meine Witze sind Spitze. Okay. Guck mal. Oh, na, da habe ich jetzt aber einen meiner Schlachtrufe rausgenommen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt einmal weniger schreien. Ah, nein. Weil der hat nur irgendwie meine Bewegungsgeschwindigkeit, glaube ich, erhöht und so. Der andere ist besser. Er tut uns beide ein bisschen heilen. Angriffsgeschwindigkeit und so weiter erhöhen. Der eine Knarre und dann ist eine Armbrust, nehme ich mal. Der ist mit irgendwas am Schießen hier, der Typ, der uns folgt. Das ist eine Glocke. Okay, das sah ein bisschen anders aus. Ich habe meinen ersten vermachten Gegenstand gerade gefunden. Entschuldigt. Okay, dann ich halt den ersten. Erinnert mich an den Ärger, den Ort mit sich. Oh Gott. Ja, die machen Schaden. Kann ich noch nicht beurteilen. Das ist gut, aber ich warte erst noch mal. Ich nehme an, wir kriegen ja noch mehr. Deswegen warte bitte schon aus. Ich habe noch nichts. Nein, ja. Oh, meine Axt geht beinahe durch dich durch. Ja, ich wollte aber irgendwie flex lieber sein hier mit meinen Angriffen, jetzt nicht irgendwie 3-4 Schreie haben, dann nur 2 Angriffe oder so. Brennende Höllen. Ja, das funktioniert. Ich habe kaum. Also, nicht schlecht. Oh, Orton und ich haben hier mal das wirklich gute Zeug versteckt. Haben es gelagert, damit Hinterpfuhl nicht alles in einer einzigen Nacht verbraucht. Fühlt sich an, als hätten wir seit Jahrzehnten nicht mehr zusammengetrunken. Aha. Nun, wie gesagt, hier habe ich nichts erwartet. Bier aus Königshafen. Der zweite Ort ist nicht weit. Oh, ich will auch Bier. Ich bin noch nicht bereit. Denn... Wie lange hat die Animation gedauert? 3 Jahre? Ja, das kommt hin, ja. Mindestens 3 Jahre waren das. Ich habe immer wieder irgendwo ein paar Teaser rumfliegen sehen, so kleine Ausschnitte. Ja. Jetzt ist das. Ja. Das ist der Hammer, ey. Oh, hier ist auch ein vermachter Gegenstand, aber das Ding ist blau, also werde ich das nicht mal mit ansehen. Ja, okay, ja, jetzt merke ich das mit dem Schaden, alles klar. Ja. Was ist das denn? Oh Gott. Oh, was ist tot? Was ist denn das passiert? Schon, das könnte wieder eine Herausforderung werden, alles vom Fernsehen sehe. Ja, ich sag ja.
Deswegen sollten wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen rantasten. Ich nehme an, die Albtraum Dungeons, die Stufe von denen und der Schwierigkeitsgrad hängen irgendwie damit zusammen, wie stark die Gegner sind. Ja, das kann gut sein. Ja, das stille Örtchen. Ich habe mein geilen Schwert, mein geilen blauen Schwert. Boah. Wir kriegen mal neue Waffen und Rüstungsskins und so. Ja, hoffe ich auch. Macht euch bereit. Du musst hier wieder aufpassen, Daniel. Du musst wieder den erstbesten Schrott, weil der bessere Werte hat, anziehen. Ja. Hinterpfuhl wird von Kreuzrittern. Mag ich zum Beispiel wieder nicht hier. Weil ich habe meine ganzen Sachen hier hochgeballert und ich habe schon einen Gegenstand bekommen, der von den Werten her besser war. Ja. Tut mir leid. Ich schätze, da hat sich. Ich achte erst wieder auf die Fähigkeiten. Ja, ganz ehrlich. Ich will meine Kodexe der Macht und so nicht austauschen für irgendwas, nur weil er bessere Werte hat. Ey. Was machen wir denn hier überhaupt? Ich kann hier nichts einsammeln oder so. Ja, wir sollten ja auf den Hilltal warten. Ja, der letzte Ort, den letzten Ort habe ich Orten verraten. Vielleicht war ich doch nur paranoid. Aber es ist in der Nähe. Wir sollten unsere Pflicht tun oder so ähnlich. Los geht's. Ein Video, wo ich kommentiert habe, dass ich wieder zurück zu meinen Wurzeln gegangen bin, ne? Da wollte ich eigentlich vorher was anderes kommentieren. Unter welchem Video? Aber YouTube hat mich nicht gelassen. Unter welchem Video? Mit der Statue war das. Ich wollte eigentlich, ja. Ich habe mehrmals versucht zu schreiben, Statue am Stiel, ich töte dich. Ne. Aber das Wort töten ist wahrscheinlich zu böse. Ich habe das kommentiert, aktualisiert, dann war der Kommentar weg. Okay. Ja. Warte mal, vielleicht wird da bei mir angezeigt. Manchmal muss ich irgendwie, weil nicht, wenn irgendwie solche. Da habe ich das nochmal geschrieben und ich habe das Wort töte halt statt mit Ö mit einem Stern geschrieben. Hat aber auch nichts gebracht. Der wollte das nicht akzeptieren, den Kommentar. Sobald ich das Video aktualisiert habe, war der Kommentar wieder weg. Hm, weiß nicht. Ja, nicht. Das ist wie wenn ich was bei dir in deinem Chat da, wenn du live am Stream bist, wenn ich irgendwas Unangemessenes schreibe, dann kommt das auch nicht zu dir durch. Ja, dann schreib doch sowas nicht. Schreib nur gute Sachen. Über mich. Ich habe irgendwas Schlimmes geschrieben. Zum Beispiel sowas wie Selbstmord kam in dem Satz vor und das hat schon gereicht. Das hat nicht bei dir ankommt. Ja, du willst, dass die Statue sich tötet, ne? Ich will die Statue töten, das geht aber gar nicht. Ja. So, oh Gott, da habe ich ein paar Wölfe getriggert. Ich muss warten. Als nächstes, Daniel, können wir ja Diablo 3 spielen. Ja. Was ist jetzt hier die Hütte? Weiß auch nicht, wie lange wir hier noch dran sind. Also sind ja, bestimmt hier noch eine Weile dran. In den Albtraum Dungeons müssen wir uns immer nach und nach den Level höher hier antasten. Ich werde jetzt bestimmt nicht irgendwie 10 Videos machen, wie wir immer durch das gleiche Dungeon oder so gehen. Das ergibt keinen Sinn. Er kann nicht. Irgendwie wird 20 Mal durch Grad wacht oder irgendwie sowas. Was da passiert, auch irgendwas Interessantes. Besser. So, was jetzt? Also doch keine Zeitverschwendung. Bringen wir es hinter uns. Ich sage Orten, dass er mich im Lagerkeller in Hinterpfuhl treffen soll. So können wir das unter uns klären. Ja, dann ist jetzt an. Ich hätte euch gerne dabei. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen.
Ah, wir spielen Bodyguard für ihn. Ertappt. Lebendköder. Na gut, haben wir die auch noch. Jetzt zum Lager von Hinterpfuhl zurück. Dann gehen wir mal dahin. Mach ich da ganz schön viel Schaden, habe ich so ein Gefühl. War schon ein, zwei Mal irgendwie davor zu sterben. Ja, aber gut oder schlecht. So schlimm war es nicht bei mir, aber ich weiß, was du meinst. Oh Gott, ja, ich habe überlegt, irgendwie so einen Schrei zu nehmen, womit ich irgendwie, weil ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, damit du nicht so oft stirbst. Ja. Ja. So einen klassischen Tank-Move, halt so eine Verspottung. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da habe ich mir gedacht, du wirst schon klarkommen. Ja. Wie bei dem einen, wenn er seinen Fischangriff macht. Ja. Also ne, mit den Viechern komme ich gar nicht klar. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Wenn ich mit denen kämpfe, sterbe ich, und wenn ich versuche, von denen wegzurennen, töten die mich auch sofort. Der Wischer. Der Wischer und die weißen Explosionen. Die weißen Kreise, ja, am Boden sind deine Erzfeinde. Ja. Ich hasse es. Oh, hier müssen wir rein. Okay. Oh, meine Ziegenaxt. Den Ziegenkopf. Damit hinterlasse ich einen Ziegenkopf. Eine Ziegenkopfmarkierung in den Köpfen meiner Feinde. So, wie lautet der Plan? Versteckt euch einfach in der Ecke da. Versteckt euch einfach, ja, der Weg ist, macht ja alles kaputt. Wir können uns nirgendwo verstecken. Ey, so kann ich nicht mit dem reden. Ich glaube, mit dem red. Nehme ich an. Es ist die letzte Option. Beide haben so eine Armbrust in der Hand, ey. Ja. Mit zum, also wir sollen uns ja verstecken, verbergen. Ich habe mir Sorgen gemacht, als ich nichts von euch hörte. Ich dachte, vielleicht hat man euch wieder überfallen. Ah, ihr habt euch Sorgen gemacht. Komisch, dass ihr das sagt. Jetzt high noon. Ja? Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Orten. Das ist jetzt schon der zweite Hinterhalt bei einem Geschäft, von dem ihr wusstet. Ist das so? So ist das. Warum? Wie konntet ihr Hinterpfuhl das antun? Und mir? Euch? Ich hab euch verteidigt. Hab es versucht. Aber ihr habt euch verändert. Werdet weich. Kriecht Kreuzrittern in den Arsch. Habt mich zurückgelassen. Ihr dickköpfiger Narr. Wer wird hier überleben? Oh, der Kampf beginnt schon. Ich bin ja nur am Reden. Da kommt ihr auch mit Gerede nicht raus. Ihr werdet Hinterpfuhl noch umbringen. Oh. Und ihr werdet es schwach machen. Ich sehe einfach nur so Feuerbälle durch die Gegend fliegen und so Leute am Boden liegen. Also, jetzt kommen wahrscheinlich noch mehr Gegner. Einfach so Leichen auf einmal auftauchen. Ich mein Knochengolem hat zum Beispiel so eine Fähigkeit, die Gegner, dass die auf den losgehen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, weil er keinen Schaden macht, der Angriff. Wollt ihr mich erschießen? Kannst du vielleicht mal drüber nachdenken, wenn er so viel Schaden nimmt. Das glaube ich nicht. Aber ich bin auch. Ich bin auch fast immer mit einem Schlag weg gewesen von diesen Wirbelangriffen. Wer will was trinken? Was war denn jetzt? Was?
Keine Ahnung, ich habe den nicht angegriffen. Der stand gerade irgendwie was. Der rechte Hand oder so, der hatte noch ein Fitzel Energie, was? Ja, ja. Ich nehme an, wir mussten den Gnadenstoß geben und einer von uns hat das gemacht. Ich habe den aber nicht angegriffen. Ich nehme an, deine Skelette oder so. Ja, das kann gut sein. Ich habe nämlich auch nichts gedrückt. Wir sind jetzt die Stars nicht dieser Show. Na gut. Ja, eine gute Tat getan. Oder was auch immer der da gemacht hat. So einen kleinen Cowboy-Quest. Ja. Lyndon. Er hatte recht, wisst ihr? Ich habe ihm Dinge vorenthalten. Dachte, er könnte nicht damit umgehen. Denke ich immer noch. Doch hätte ich gewusst, dass er die Seiten wechselt, hätte ich... Ich würde mir sagen, ich kriege jetzt hier die ganze Zeit neue Rüstungen, nachdem ich hier meine Rüstung hier voll hochgeballert habe. Ich habe noch gar nichts gekriegt, ey. Wenn er mich ausschließen würde nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Aber ja, wenn jetzt alles irgendwie stärker wird, was ich finde, dann... Weil Hinterpfuhl mich upgraden, ja. Ich meine, das hat jetzt nur für Elias hier was gebracht. Ich werde tun, was getan werden muss, um diesen Ort am Leben zu halten. Irgendwie keine Investition für die Zukunft mehr. Ohne euch wäre ich tot. Hier. Also machen. Extra. Die Getränke gehen auf mich. Ja. So. Er ist hinter Pool. Skelettschlüssel. Warum kann ich ihn das nicht tragen? Heiliger Dolch. Kam von meiner Klasse nicht benutzt. Was soll ich denn dann? Ah, der ist sogar schlechter. Ja, ja. Ja, Mann. Ich pack den einfach da rein. Hab ich jetzt beide? Egal. Aber Daniel, das ist schon wieder so eine Shitshow hier. Der nächste Star Wars Film irgendwie. Immer New Ray. Jedi Order oder so. Ah, was? Ja, die Direktorin, da ist wieder eine Frau, die den Film leitet und die hat wieder sehr merkwürdige gesagt. Ja, habe ich gehört. Ich mag es, Männer. I like to make men uncomfortable. Uncomfortable. Ja, ja. Die hat auch gesagt, es wird mal Zeit, dass eine Frau Star Wars formt. Das habe ich irgendwo auch mal unter einem YouTube-Video, im YouTube-Video gesehen und was jemand darauf geantwortet hat in den Kommentaren ist, Star Wars war in den Händen von einer Frau und es ist nicht gut ausgegangen. Ja. Also, ja. Ist jetzt schon klar, dass der Film so eine Shitshow wird, ey. Ja, also. Ich weiß nicht, was Disney da vorhat. Die haben deren Gedanken sind mysteriös und komplex. Irgendwie schon, ey. Wir verstehen einfach nur nicht. Die haben irgendwie höhere Ziele. Ja. Wir können sie nur nicht komprimieren. Ah. Ja, noch mehr Lila. Jetzt renne ich. Hm. Oh. Warum immer Obolusse? Gute Frage, ne? So, oh. Hier aus Königshafen. Okay. Will Vertrag. Lass mal hier rein. No. Gespenstische Zuflucht. Das jetzt für deinen Aspekt? Ja. Okay. Das ist irgendwie so, weil nicht, nachdem ich Gegner angestürmt habe, wenn ich die 2 Sekunden danach erledige, dann explodieren die und macht Schaden bei anderen Gegnern. Das klingt relativ cool. Ja, das klingt auch gut. Lass mal gucken, wie stark die Gegner hier sind. Hallo, na. Oh. Durchweichter Brief. In
Bejinhani. In meiner Obhut befindet sich ein junger Mann, der von einer Stimme. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir machen schon Schaden, finde ich. Ich habe sogar meine Ultimate aktiviert und so. Ultimate. Nee, nee. Ich habe immer noch meine alte. Ich gehe in den Berserker-Modus und mache viel Schaden und so. Wollte ich auch mal eine andere ausprobieren, aber. Ne. Na, jetzt nach einem anderen. Okay. Alles klar. Ah! Dash. Ah, jetzt muss ich nur noch einmal weniger schreien. Sehr gut. Angriffe, die irgendwie Gegner verwunden oder irgendwie sowas in der Art? Meine Tentakel tun die Gegner verwundbar machen. Mhm. Ich habe auch so ein paar passive Fähigkeiten jetzt hier. Ich bei verwundeten Gegner mehr Schaden mache. Ja, ja, das habe ich auch. Au. Ja, auch nicht Schaden. Wir müssen ja so ein bisschen mal nicht in der ja, natürlich gut. Oh, oh Gott. Wenn wir irgendwie so eine Synergy oder so haben in unseren Sachen. Ja, auf jeden Fall ist nicht schlecht, dann nehmen die 20% mehr Schaden. Ja. Oh Gott. Ja, also ich muss schon öfter so meine Tränke ein bisschen zücken, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Paragon. Ja, da weiß ich auch nicht, wo ich hin will. Ich hab zum Beispiel auch irgendwie gelernt hier, weiß ich nicht. Ich muss warten. Wenn ich wenn dieser Geist erscheint hier, wenn ich wiederbelebe, das tut nicht nur meine Skelette heilen, das tut die für 2 Sekunden oder so um 30% den Schaden von denen erhöhen. Oh. Das taucht ja immer auf, wenn ich das Maximum meiner Skelette auf habe und versuche noch einen wiederzubeleben. Okay. Ja, wäre natürlich gut, wenn wir wüssten, was alle unsere Fähigkeiten machen, ne? Damit wir halt ja optimal kämpfen. Ja, das ist jetzt nicht im Kampf nicht so hilfreich, das ist ja. Ich bin noch nicht bereit. Gott. Ich habe nicht genug Wurst. Oh Gott, hat's mich erwischt? Es hat mich erwischt, ich war eingefroren. Oh Gott. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Wieder so ein weißer Kreis oder so, ey, mich hat irgendwas eingefroren. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht, irgendein Angriff hat mich eingefroren und dann konnte ich nicht mehr weg. Ich habe deine Käseriemen eingesammelt. Ich habe deinen Käse geklaut. Ich stell mir so vor, wie mein Charakter versucht dich zu retten und das erste, was er macht, ist einfach die Käserolle hier einzusammeln. Okay. Nein, ich kümmere mich darum. Nenn mich an so eine Szene. Alter! Alter, was? Ah, ah. Okay, jetzt waren Arbeitsringe. Hey. Ich hab das überhaupt nicht gesehen.
Warum sind wir so viele? Ich wollte doch gerade weg da aus dem Scheiß, ey, boah. Oh, ich bin eingefroren. Ja, genau das meine ich. Was friert mich denn hier ein? Erhöhtes Leben, wer? Wer macht das? Gute Frage. Und vermacht das Kurzschwert nicht da. Au! Ja, ich hab's gesehen. Warte, ich belebe mich wieder. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Da bist du ja am Anfang hier, fast. Ja, genauso habe ich mir vorgestellt, wie das abläuft. Ich sehe schon. So die ersten, ich meine, das war auch beim letzten Mal so, nachdem wir den Schwierigkeitsgrad hochgestellt haben, so die ersten paar Male haben wir noch ein bisschen Probleme. Ja. So, das Schwert ist zwar lila, habe ich nochmal trotzdem mit. Vielleicht hat ein besseres. Das ist natürlich 200 Punkte stärker als mein heiliges legendäres Schwert. Ist klar. Was hast du wieder, Käse? Wir müssen hier lang erstmal. Ja. Oh, ich nehme mal die Schnitzerei hier. Falls wir halt nicht schaffen hier. So, das habe ich auch einen Riesen. Dann haben wir beide Käse. Ich bin noch nicht bereit. Da kommen wir uns mal um noch ein paar von denen. Weiter kalt. Ich krieg das nicht mit, wenn ich hier auf die Gegner fokussiert bin, ey. So. Au, 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 au. Komm, ich mach die Tür auf und trigger noch mehr Gegner. So. Kannst du mir die Elite Typen ist weg. Oh Gott, oh Gott. Das ist schade über Zeit. Tut weh. Aua. Ich muss warten. Loser. Du. Oh Gott. Halt nicht viel aus, ey. Dieser blöde Footballspieler. Oh, ein legendärer Beinschutz. Macht. Okay, waren noch Gegner übrig? Nee, ne? Nur einer. Erhöhtes Leben, von wem denn? Ist doch keiner. Ja, keine Ahnung. Alter, guck mal, wie viel der aushält. Okay, war nicht. Wer tut der denn hier hochbuffen, ey? Na, ich treffe ihn nicht durch die Wand. Ja, das ist sehr viel besser als das, was ich jetzt gerade habe. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe gerade ein blaues Schwert bekommen, das 200 Punkte besser ist. Oh Gott. Oh, ich habe noch in meinem Kopf hier, dass ich auf den Knopf hier meinen Schrei hatte. Ich bin mich da einfach reingerannt. Ich muss mich jetzt mal wieder angewöhnen, ja. Du. Hey, der muss weg, der Lilane. Hab ihn. Ja, der ist weg. Aber noch einer. Tentakel. Ja. Ja, viel schöner. Im Gegensatz zu den Fußballspielenden Königin im Weltraum. Der eine, der macht immer Rammstoßattacke. Oh ja. Ja! Alter. Weiter. Oh Gott. Mach den Käse da rein. Wir müssen noch mehr töten. Weiter bleibt. Schuss ab. Nein, ist abgelaufen. Ich muss warten. Ja. Hier ist ein Hebel, alles klar. Ein Down-Hebel. Gosh. Oh Gott. Oh.
Menge Gegner. Ja, da kennt er, ja. Hallo, Dash. So drei, vier Gegner mit einem Todesstoß erledigt. Wir alle genau da standen. Oh, du bast hier? Das sehe ich mal gar nicht ein. Ja, der ist tot. Ja, wenn die weg sind, ist er da mal wieder ganz schön einfach. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Wenn ist das einfach? Ja, wenn die ganzen Buffer hier weg sind, hier mit den lila Augen. Oh Gott, da sind wieder einige, ne? Ja. Hallo. Ich habe kaum noch. Wir beide die gleiche Idee hatten, einfach hinter ihm vorbeizulaufen, ey. Und wollen ihn alle erledigen. Wir werden ihn nie rechnen. Feindliche Horde greift an. Was bedeutet das? Oh Gott, ich bin hier weg. Oh, oh, oh. So viele Gegner. So viele Gegner auf der Karte sind. Gut. So, oh, oh. Ey, geh da weg. So, geh weg. Ich hab meine Ultimate aktiviert und wollte eigentlich weg. Aber ja, oh, warte, jetzt bin ich dran. Oh Gott, kommt da viele Garantie. Ja. Da stand irgendwie nur so, die Horde ist erwacht oder irgendwie so. Ja, super. Na. No. Bitte lass mich den nicht alle triggern. Okay. Aber du. Aua! Du sagst. Okay. Okay. Gut. Nee, man, da ist auch eine neue Funktion hier irgendwie. Boah. Alter! Oh, ich habe so viele gerade weg. Ah, ich bin tot. Ja, vielleicht sollten wir nicht so da rein stürmen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Gott, so viele Gegner wieder sind, ey. Rückzug, Rückzug. Ja. Du siehst ja gar nicht, was hier für eine Shitshow am Laufen ist. ich sehe überhaupt nichts. Ich habe keine Essenz mehr, was? Ja, ich glaube, ich muss mich aber sowieso wieder beleben. Mein Golem ist tot. Weil ich stehe ja gerade mitten in der Masse von den Gegnern. Alter. Warte, ich komm. Okay, ich trigger gerade neu, ich bin tot. Nein. Oh Gott! Der Gegner! Ja, gegen die war ich alle am Kämpfen, Daniel! Ja, ich muss mich wiederbeleben. Das ist schwierig, ganz ehrlich. Ja, da wo ich gestorben bin, da hätte ich mich nie im Leben wiederbeleben können, aber irgendwie 20 Gegner auf einmal. Das waren sehr viele. Okay. Da sind die ganze Zeit so komische Türme, die irgendwie Blitze schleudern oder so. Ich weiß nicht, was die machen. Also nicht. In den ganzen Getümmel habe ich irgendwie keine Zeit, die zu analysieren, ey. Nee. Mach mal hier lang. Oh Gott. Aber bitte sagt mir, hat verwandelt uns in den Blitz. Ah, verdammt. Okay. Blutschwung Vermächtnis plus 190, aber es ist Gold. Da war ja gar keine Chance in den Atom Dungeon See. Nee. Ja,
Ich weiß nicht, was hat die dazu... Ich hab lange überlebt, weil ich die ein paar Mal mit meinen Tentakeln erwischt habe, aber die halten so viel aus, alle, ey, die ganze Horde da, ey. Ja, ich glaube, wir sollen ein bisschen mehr auf Abstand zu gehen. Die stürmen da nämlich immer rein. Ja, habe ich auch versucht, aber die Anzahl war ein bisschen zu viel. Oh Gott, guck dir das mal an, Daniel. Ich bin noch nicht. Ja, ich... Oh Mann. Wir uns erstmal alles andere hier. Ich habe hier noch ein paar Gegner. Da ist ein Buffer. Den mach ich platt. So. Nee. Ich mach ihn mal platt. So, der ist platt. Oh Gott. Wir sind unsere Chancen jetzt besser. Nein, ich pack die also raus. Zurück, zurück! Ich bin noch nicht bereit. Tut hier noch irgendjemand hochfallen? Alter, was hier alles aus dem Nichts auftaucht, ey. Irgendwann hab ich da gerade rangezogen. Am Boden, ey. Feuer, komische Kugeln, die explodieren. Nein, wir sind getrennt. Wir müssen uns aufteilen. Jeder von uns muss ein paar von denen erledigen. Ja, jetzt sehe ich die Türme auch. Ich weiß nicht mal, was die machen für eine Scheißarbeit. Keine Sorge. Langsam aber sicher meiner weniger, glaube ich. Ich hab die alle zusammengezogen. Aua. Oh, Footballspieler. Ja. Das werden weniger. Ja. Ja, er kommt immer so viel auf mich angestimmt. Ich hab dasselbe Problem, Daniel. Ich kann aufstürmen. Ich bin gleich tot. Irgendwas legendär ist da gerade getroffen, aber ich habe keine Zeit allein zusammen. So, es werden weniger. Ey, bist du ein Problem, Daniel? Bei mir ist auch was. Stirb! Weiter geht's. What the fuck was that? Er hat sich angefühlt, als hätten wir gerade gegen eine Armee gekämpft, ey. Ja, das war noch schlimmer als die Albtraum-Dungeons, Alter, ey. Was war denn das, ey? Fucking hell. Da sind immer noch Gegner. Ja, ich weiß. Ich fühle mich wie in Herr der Ringe, wo wir irgendwie zu zweit gegen die Armee von Mordor kämpfen, ey. Ja. Alleingang, Zweigang, keine Ahnung. Wir tun immer noch irgendjemand hier backen. Wer denn? Wo ist hier einer? Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, was das die ganze Zeit überall los war. Überall ist explodiert, das Feuer explodiert, da haben sich so komische Kugeln den Boden gebildet, da war die ganze Zeit so ein komischer Turm. Ja. Ich hab keine Ahnung, was war. Nee, ohne die Tentakel hätte ich das niemals geschafft. Ja. Oh gut, da sind schon wieder so viele. Warum? Dann geht zurück. Ja, ich geh ja schon, Ich bin noch nicht bereit. Ja, die halten alle so viel aus, ey. Die verrecken einfach nicht. Mach die Elite gegen Abstand. Heiliger Ring, her damit. Ich hab's ja, ich hab nur noch einen Trank, also bei mir ist auch gleich. Leben vom Leben. Ey, da geht so viel ab. Was sind das für Türme da, ey? Die machen Blitzschaden oder irgend so was. Das denn? Mein Ring. Ich bin noch nicht. Ich habe keine Tränke mehr. Warte. Kommt her. So viele sind das nicht mehr, ne? Nee, aber ich habe keine Tränke mehr. Ich weiß, ja nicht. Er versucht nicht gegen die zu kämpfen. Aber ja, der eine war beinahe tot. Ich bin dran. Aha. Fucking hell, ey. Ah, sind aber nur 19 Gegner übrig, sehe ich gerade. Ja, ich sehe schon, alles klar.
Ah, ich habe wieder an. Ich habe wieder an. Oh, da ist noch ein Gegner. Ja, geht weg. Wir sind ja noch geschwächt. Also, die Armee wird kleiner. Was? Alter! Oh Gott, ja, ja. Wir oh, wo kommen die ganzen blöden Türme her? Geht weg, ey. Autsch. Noch einer. Alter, ich bin schon wieder tot. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh, ey. Ja, ich hasse hier so viel Bullshit, ich weiß gar nicht, wo ich ausweichen soll, ey. Oh, 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 Gott. Ja, ja, ich bin schon, ich kann mich nicht mehr bewahren! Aua! Lass mich wieder leben. Ich kann mich die ganze Zeit nicht mehr bewegen, ey. Warum spawn ich denn jetzt hier? Oh. Okay. Ja, toll, die Gegner sind jetzt alle da. Ja. Oh Mann, oh Mann. Aber die sind aber noch geschwächt, Mann. Ah! Warum? Alter, was ist das für eine Scheiße? Was? Der war gerade unsichtbar. Ja, ich mach. Warum sind die noch alle geschwächt? Da nämlich kriegst du da nicht wieder belebt, ey. Schon ein oder zwei von euch kriege ich noch down. Da hat gerade irgendjemand was gedroppt, das habe ich gehört. Ja, ich auch. Ah, die sind alle fast so. Du oder ich. Du bist dran. Du bist dran, dann. Ich habe gerade. Also, ja. Na, die dabei, ihr seid so gut wie tot, ne? Da kommt ein. Und jetzt du. Boom. Und jetzt du. Aua, ich bin schon wieder. Nein. Toll, der sieht keine so viel aus, ne? Auch. Alter. Ich glaube ja nach. Muss ich einen Besuch beim Schmied machen? Einen oh. Besuch beim Schmied? Ja, Waffen reparieren und Rüstung meine ich. So. Elf Gegner sind noch übrig. Ja, ja. Kann ja nicht so schlimm werden, ne? Ja. Ey, ich weiß nicht, was das alles für ein Bullshit ist hier, der die ganze Zeit am Spawnen ist, ey. Ich habe keine Übersicht da, ey. Okay, okay, die meisten davon mal alle. Easy. Noch okay. Einer hier. Aua, er kam direkt auf mich zu. Was? Oh Gott, warum sind denn da jetzt schon wieder welche? Warum? Wo sind denn wir hier gelandet? Oh Gott! Bist du der Boss? Komm her, 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 komm her. Oh, da war der Boss sogar. Ja. Okay. Okay. Shit, ey. Zurück zum Schmied. Ja. haben wir einen hier? Also war sieht man gar nicht von hier aus. Ja. Gut. Das war ein bisschen heftig. Ich brauche ein Schokobrezel, um mich aufzuhalten. Lass mal sehen. Von 100. So.
Neues Design. Ja, damit. Das hat das meiste. Sowieso nicht. Malmfleisch. So, das Goldene kommt erstmal weg. Gute Ausbeute. Blau. So, warte mal, hier ein neues. Mein Gott, das ist doch ja dieselbe Fähigkeit. So, 805. Wenn die Reifungsabbrüche in der Nähe reduziert bis 18 Mal, baba. Ist dieser Ring besser? Widerstand gehalten, Widerstand gegen alle Arten, mehr Schaden, der Effekt ist, ne, geht. Ja, reparieren, reparieren. Okay, dieser Ring ist besser mit allen Werten und Fähigkeiten. Ja, ist noch verhandelbar. Zum Warten Vermächtnis, ja. Ich habe meinen ersten vermächteten Gegenstand ausgerüstet. Ja, ich auch. Da lässt sich noch einiges gebrauchen. Ich habe das gehört, werden wir auch brauchen. Absolut, ja. Bärenklamm, Berserkersband. Boah. Aber ja, jetzt müssen wir nicht unbedingt Albtraum Dungeons machen, um eine Herausforderung zu suchen. Ja. So. Plus 37 Intelligenz. Okay, die Rose ist kacke. Ich damit noch einiges gebrauchen. So. Also. Aspekte kümmere ich mich am Ende des Tages oder so. So, jetzt müssen wir schon wieder mit dem Typen reden wegen dem Bier. So, war ich denn nochmal hingegangen? Welche Richtung? Ja, ich sollte auch irgendwie gucken, ob ich genug Wert habe für diese ganzen Kernpunkte hier auf dem Brett. Weil die haben ja immer so Bonussachen, so, oh, dieses Ding wird ausgelöst, wenn du so und so viel Willenskraft hast. Ich glaube, habe ich eigentlich alles. Ich glaube, es wird eher daran. Roten Golems. Genau, noch zwei Dinge. Boah. Zwei Paragon Brettpunkte. Oh, wait. Okay, lass mal sehen. Gibt es so einen Typ für Aspekte? Nee, ne? Verdammt, oder ist er Kuriositäten? Ne, das ist ja mit den Obolussen, ne? Weiß nicht, dass ein so Vermächtnisgegenstand schon direkt stärker ist als meine voll hochgerüsteten legendären heiligen Klamotten, ey. Ja, das ist heftig. Sogar die... Moment, ich komm gleich wieder. Ja.